recht. Das Theaterstück Der Aufstieg und der Fall des Arturo Uy, das ist ein historisches Theaterstück, so wie die Nibelungen gestern vom Wedel und von dem Schriftsteller, wie hieß er, wer hat das verbrochen? Hebbel hat es verbrochen. Ja. Das war jetzt ein Witz an der Seite, aber hier, aus dem Stück Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Uy von Bertolt Brecht, welches ich als Teenager ganz oft im Berliner Ensemble gesehen habe. Leute, das ist 100-mal wenigstens besser als diese ganzen Hitlerfilme und Nibelungendinger, die sie uns da ständig im Fernsehen vorführen. Dieser Hitler da, wo dann Schauspieler Preise kriegen, wie toll sie den Hitler dargestellt haben. Und jetzt neulich wieder so ein großer Skandal ausgelöst hat, Unfrieden gestiftet hat bei unseren Freunden in Polen und auch bei mir in meinem Herzen, denn wie ihr ja wisst, bin ich ja die Tochter eines Folteropfers der Nazis. Ja, unsere Mütter, unsere Väter, dieser ARD-Schinken, da diese Gemeinschaftsproduktion von Schinkenkleberproduzenten. Be freaking livable, was hier abläuft. Warum sehen wir denn den wunderbaren Bertolt Brecht nicht mal wieder? So richtig genial aufgepäppelt in einer riesen Musical-Aufführung oder so. Aber wir machen das im Berliner Ensemble. Nina Hagen und die Hagens sind im Oktober und im September wieder dabei mit unserem Brecht-Lieder zur Klampfeabend. Gustl, du bist eingeladen. Unser Ehrengast. Ja? In dem Stück von Bertolt Brecht, Aufstieg und Fall des Arturo Uy, da ist ein, hört jetzt auf hier rumzukommen, geh ständig zu den Demonstrierenden. ja, und darüber reden brauchst du jetzt auch nicht, weil wir sind auf Livestream, Mabel, und zwar weltweit. Fokus für Gustl. Ist wo etwas faul und rieselt im Gemäuer, dann ist nötig, dass man etwas tut. Und die Fäulnis wächst ganz ungeheuer. Ja, wenn das einer sieht, das ist nicht gut. Das Tünchen nötig, frische Tünchen nötig. Wenn der Saustall einfällt, ist's zu spät. Gebt uns Tünchen und wir sind erbötig, alles so zu machen, dass es nochmal geht. Da ist ja schon wieder ein neuer, ein hässlicher Fleck am Gemäuer. Das ist nicht gut, gar nicht gut. Da ist Tünchen nötig, frische Tünchen nötig. Wenn der Saustall einfällt, ist es zu spät. Gebt uns Tünchen und wir sind erbötig, alles zu machen, dass es nochmal geht. Hier steht Tünchen, mach doch kein Geschrei. Hier steht Tünchen Tag und Nacht bereit. Ja, hier ist Tünchel und dann wird alles neu. Und dann habt ihr eure neue Zeit. Nie wieder während den Anfängen einer unmenschlichen und demokratischen Zeit.